Hallo, ich bin Silona und von mir gibt es heute ein Storytime bzw. Question and Answer Video zu meiner Fahrschulzeit. Das haben sich sehr, sehr viele gewünscht, da ich auf meinem Vlog-Kanal euch immer so ein bisschen mitgenommen habe, weil ich dann immer zur Fahrschule gegangen bin. Als ich dann Fahrstunden hatte, habe ich auch zu einigen Fahrstunden ein bisschen mehr erzählt. Also wer noch nicht meinem Vlog-Kanal folgt, der sollte das unbedingt tun. Ist in der Infobox verlinkt, heißt Vlog Your Thinking. Und da gibt es regelmäßig Wochenvlogs und da habe ich euch auch sehr, sehr viele Einblicke gegeben. Aber ich habe definitiv nicht über alles geredet, weil ich auch einfach noch dabei war. Und jetzt danach kann ich so ein bisschen reflektierter darüber reden. Und ja, ich habe meinen Führerschein jetzt seit etwa ein, zwei Wochen. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich 17 Jahre alt bin und das seit dem 14. Juni. Das heißt, ich habe einen BF17 Führerschein gemacht. Das heißt, ich fahre jetzt, bis ich 18 bin, mit meinen zwei Begleitpersonen. Und das sind in meinem Fall meine Eltern, weil meine andere Schwester, die ist noch nicht lange genug am Autofahren, dass ich sie anfahren könnte. Aber auf jeden Fall, wenn ich 18 bin, fahre ich dann, ich weiß nicht, wohin man dann fährt, aber auf jeden Fall kann ich dann meinen richtigen Führerschein abholen. Und bisher ist es halt nur so ein Papier. Da muss ich dann immer meinen Ausweis dabei haben noch dazu. Und das ist dann momentan mein Führerschein. Und ich bin momentan sehr fleißig immer am Üben mit meinen Eltern, immer wenn ich kann. Und ich fange direkt mit der ersten Frage an. Und zwar ist die, wie ist es so abgelaufen? Also wie viele Theorie- und wie viele praktische Stunden hattest du? Bei den Theoriestunden hatte ich eine Stunde mehr, als Mindeststunden benötigt werden. Einfach weil ich die Stunde noch gerne hingehen wollte, um zu üben, um zu gucken, ob ich den Bogen machen kann. Ob ich da schon bereit für bin. Ich habe mich einfach in der Stunde davor nicht bereit gefühlt und bin dann einmal mehr hingegangen, was auf jeden Fall nichts Schlimmes ist, wenn man öfter geht, als man muss. Aber auf jeden Fall hatte ich nicht viel mehr Stunden, weil ich schon so ab der Hälfte der Theoriestunden ungefähr angefangen habe zu lernen. Ich habe wirklich insgesamt jetzt über 24 Stunden in dieser App verbracht. Ich habe auch den Tag vor der Theorieprüfung nur gelernt. Ich habe wirklich 6-7 Stunden lang nur diese Fragen beantwortet und ich war so aufgeregt vor der Theorieprüfung. Also alle die Fragen, warst du sehr aufgeregt? Ich war vor der Theorieprüfung aufgeregter als vor der praktischen Prüfung, was so unnötig war, denn die Theorieprüfung war so chillig. Ich saß da so voll am Zittern, voll aufgeregt, richtig schlimm. Was ist, ich beantworte die Fragen und man bekommt dann einen Zettel. Ich gehe dann mit diesem Zettel raus und ich hatte so Angst. Ich konnte mir den nicht mal richtig angucken, weil ich so aufgeregt war. Da stand einfach so 0 Fehlerpunkte. Ich so, habe ich jetzt bestanden? Ich habe mir nicht mal den Zettel das richtig angeguckt, weil ich noch so aufgeregt war. Bin dann so voll verwirrt aus dem TÜV da rausgegangen und war dann so, hä? Also ich war dann richtig erleichtert, dass ich dann die Theorie fertig hatte, weil ich wirklich richtig unnötig aufgeregt war. Auch vor der Theorieprüfung. Vor der praktischen Prüfung war ich auch sehr aufgeregt, denn da ist die Frage ganz passend. Wolltest du mal alles hinschmeißen, weil eine Fahrstunde so richtig schlecht lief? Ja, die Fahrstunde vor der Prüfung. Ich war so schlecht. Ich war so verwirrt. Ich bin so schlimm und unvorsichtig und voll nicht nach den Regeln gefahren. Die Stunde vor der Prüfung. Und dann bei der Prüfung. Ich hatte erstmal einen richtig guten Prüfer. Der Prüfer hat die ganze Zeit mit meinem Fahrlehrer geredet. Die ganze Zeit über. Und das hat mir auch richtig Stress weggenommen. Und dann ich bin irgendwie voll wenig in der Stadt gefahren. Ich bin eher mehr außerorts noch gefahren. Und die einzige Komplikation, die ich in der praktischen Prüfung hatte, war, ich musste umkehren. Und dann habe ich halt echt gefragt, also da war so ein Hof und da habe ich gefragt, darf ich da drauf fahren? Und das ist eigentlich so eine Sache, so, Ilona, dein Ernst, du machst gerade deinen Führerschein, du musst was wissen. Aber irgendwie, der Prüfer war auch so chillig, der hat dann einfach gesagt, ja, klar. Bin ich da drauf gefahren, bin umgekehrt und habe mich dann in eine Parklücke gestellt und bin dann rausgedreht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Auto macht ja dann immer so Piepgeräusche, wenn das zu nah an ein anderes Auto kommt. Und ich drehe da so raus, das Auto rastet richtig aus, mein Fahrlehrer sitzt da schon so. Aber es hat letztendlich funktioniert. Das war so dieser eine Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, Ilona, was tust du? Das war wirklich der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, du fällst durch. Aber dann ist alles gut, wir sind rausgefahren, der Prüfer hat wirklich nichts gesagt, wir sind einfach beim TÜV dann wieder angekommen und er hat mich einfach nur so angeguckt, so, ja, ich so, ja, habe ich bestanden, ich war voll verwirrt, weil es waren 45 Minuten, die ich diese Prüfung hatte und ich hatte das Gefühl, das waren ungefähr 10, weil es ging irgendwie so schnell und es war halt auch wirklich chillig und ja, auf jeden Fall habe ich dann meinen Führerschein bekommen und dann war ich so,
hä, ist es jetzt wirklich vorbei? Ich war so einerseits so mega erleichtert, wenn man einfach fertig ist, ist es ein Hammergefühl. Aber andererseits war ich so, hä, jetzt schon? Also ich habe nur 4 Monate für meinen Führerschein gebraucht. Es gibt Leute, die kriegen da schneller hin, es gibt Leute, die brauchen länger. Das ist auch alles okay. Und eine Frage, die ich auch bekommen habe, die Leute sehr interessiert: Wie viel hast du denn für deinen Führerschein bezahlt? Also ich habe zwischen 1000 und 2000 bezahlt. Ich gebe jetzt keine bestimmte Zahl an, weil das einfach nichts bringt. Und bei mir persönlich war es so, dass meine Eltern mir den bezahlt haben. Also Dankeschön, Mama, shout out to you. Und mich haben auch einige gefragt, wie sieht es aus? Möchtest du jetzt ein Auto? Ja, ich würde mir gerne, wenn ich 18 werde, dann ein gebrauchtes Auto kaufen. Ich will da so das Budget von 1000 bis 2500 ungefähr ausgeben, nicht mehr. Denn ich weiß ja nicht, was ich nach dem Abi mache. Und ich habe mit frisch 19 mein Abi. Und dann könnte es ja sein, dass ich irgendwo hinziehe, irgendwo zum Studieren hinziehen muss und dass ich dann mein Auto gar nicht brauche. Und deswegen könnte es sein, dass ich dieses Auto nur ein Jahr habe und deswegen kaufe ich mir wirklich definitiv kein Traumauto, nicht das schönste Auto, was ihr jemals gesehen habt, aber einfach, damit ich was habe, weil ich denke mir so, wenn ich 18 bin, meinen Führerschein habe, dann will ich auch gefälligst was, womit ich dann fahren kann. So, und deswegen werde ich mir wahrscheinlich ein Auto kaufen. Ist ja noch nicht sicher, ich meine, es dauert ja noch ein kleines bisschen, bis ich 18 werde. Also irgendwie, ich habe mich erstmal voll gefreut, wieder 17 zu haben, aber jetzt denke ich mir so, boah, wer doch endlich 18. Ich will einfach alleine Auto fahren, auch wenn es gut ist, jemanden bei dir zu haben, der dir hilft. Weil ich frage öfter so, oh, wie schnell darf ich jetzt fahren, wie schnell darf ich jetzt fahren? Und das hilft mir definitiv und die geben mir auch immer Tipps. Jeweils, weil jeder fährt ja auch anders, jeder gibt mir andere Tipps und da kann man immer so ein bisschen was mitnehmen. Aber irgendwie denke ich mir halt so, ich wäre jetzt gern einfach 18 und könnte alleine Auto fahren und könnte überall hinfahren, wo ich will. Es gibt einen so ein Freiheitsgefühl und das habe ich jetzt momentan nur zu 50%. Weil ich zwar fahren kann, ich habe zwar die Kontrolle, ich kann es, aber da muss immer jemand neben mir sitzen. Da muss jemand sitzen, der gerade nicht arbeiten muss, der gerade zu Hause ist. Nervt schon ein bisschen. Aber ich kann die App sitzen weiterempfehlen schon. Weil ich persönlich hätte meinen Führerschein sonst in der 12. machen müssen. Und das zählt ja dann alles schon ins Abi. Und deswegen dachte ich mir, mache ich das lieber jetzt in der 11., weil in der 11. ist alles noch ein bisschen chilliger bei mir. Ich habe ja 13 Jahre Schule. Und deswegen habe ich das jetzt schon gemacht, damit ich das jetzt fertig habe und dann in der 12. mich damit nicht mehr stressen muss. Also ich bin froh, es einfach so früh wie möglich gemacht zu haben, damit ich es hinter mir habe, dann habe ich es fertig. Und ich war so, als ich das letzte Mal beim Theorieunterricht war, war ich so, bye bitches. Ich habe mich so gefreut, dass ich mit Theorie fertig war. Die Theoriestunden waren für mich der Horror. Ich fand Theoriestunden so langweilig. Ich hatte dort halt auch keine Freunde. Meine ganzen Freunde sind älter, haben vor mir schon ihren Führerschein gemacht und ich saß da mal so, hi, I have no friends. Das war schon ein bisschen Opfer. Aber ich habe es geschafft, ich habe es durchgezogen und bin dann wirklich fast jede Woche zweimal gegangen, bis ich dann fertig war. Und wir kommen jetzt noch zu einigen Fragen. Hast du jede Prüfung einmal gemacht oder musstest du eine wiederholen? Ich habe glücklicherweise jede Prüfung beim ersten Mal bestanden. Ich habe mich aber auch auf die Theorieprüfung, muss ich sagen, sehr, sehr gut vorbereitet. Also hätte ich nicht so viel gelernt, hätte ich sie nicht geschafft. Das kann ich so sagen, weil es für mich definitiv ein Auswendiglernen war. Und zwar dachte man teilweise so, dass es voll unnötig ist, aber mittlerweile ist man dann manchmal am Fahren in Situationen und erinnert sich zurück an eine Frage aus dem Theorieunterricht und denkt sich so, welche Frage war das nochmal? Ah, die und die Antwort und so muss ich jetzt reagieren. Also es hilft einem auf jeden Fall weiter, auch wenn es manchmal so sinnlos erscheint. Es macht Sinn, was ihr da lernt, auch wenn es nervt. I feel you. War dein Fahrlehrer entspannt, als du gefahren bist? Und mich hat auch jemand gefragt, ob wir Radio gehört haben. Ja, mein Fahrlehrer hat immer seinen liebsten Radiosender angemacht. Die Musik mittlerweile, also so zum Ende hin, fand ich die Musik dann sogar gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen. Weil am Anfang waren es immer so alte Lieder und ich dachte so, was ist denn das? Und so zum Ende hin habe ich mich echt dran gewöhnt. Dann kam da so Pretty Woman, so alte Lieder. Und ich habe es voll gefühlt beim Fahren, ehrlich gesagt. Und mein Fahrlehrer war auch immer entspannt, als ich gefahren bin. Also da gab es keine Probleme. Ist es schwer, sich das mit der Gangschaltung alles zu merken? Ich war am Anfang wirklich verwirrt. Ich habe das mit Kupplung, Gas, Gang, ich habe das nicht gecheckt. Ich habe einfach nur gemacht, was mein Fahrlehrer gesagt hat. Und irgendwann, wenn man es dann einfach länger macht, versteht man so ein bisschen, wie alles so im Zusammenspiel funktioniert. Also keine Sorge, wenn ihr am Anfang fahrt und das alles irgendwie gar nicht checkt, dann seid ihr kein Einzelfall. So ging es mir auch. Hat es dir Spaß gemacht?
Die Theoriestunden, nein. Die Fahrstunden schon. Irgendwie war es immer cool, so ein bisschen mehr dazu zu lernen, so ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Also die Fahrstunden, manchmal war ich bei Fahrstunden einfach schlecht, manchmal war ich gut. Natürlich war es immer, wenn man gut war, schöner für einen, weil man einfach das Gefühl hat, yes, ich werde das rocken. Und wenn man schlecht war, dann war ich auch voll schlecht drauf. Und ich habe mir so gedacht, Ilona, was ist denn mit dir los? Aber es kam eigentlich immer nur von meiner Laune, ob ich jetzt einfach gesagt habe, Ilona, du bist entspannt, oder ob ich mir davor zu viel Stress gemacht habe. Ihr müsst euch einfach keinen Stress machen, so. Ihr schafft es sowieso. Es haben so viele Leute ihren Führerschein geschafft, die man mittlerweile im Verkehr sieht, wo man sich denkt so, ey, nach welchen Regeln fährst du? Ungefähr nach keinen. Und das fällt mir jetzt schon auf, und ich fahre immer noch recht selten. Und ich sehe immer so Leute, wo ich mir denke, hallo, warst du überhaupt eine Stunde in der Fahrschule? Weil man alles irgendwie sehr, sehr schnell vergisst, was man gelernt hat, was sehr, sehr schade ist. Also Kinder, fahrt immer nach den Regeln, bitte. Denn sonst könnt ihr nicht nur euch selber in Gefahr bringen, sondern auch andere. Und die letzte Frage, ist es leichter oder schwerer, als man denkt, beziehungsweise von anderen erzählt bekommt? Ich persönlich habe von anderen Leuten nur gehört, dass es ziemlich leicht ist. Und genauso ging es mir auch. Meine Eltern haben auch gesagt so, ey, du schaffst das sowieso. Und ich war so, nein, ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung von Autofahren. Ich bin ein Opfer. Ich habe auch vor meiner ersten Fahrstunde saß ich noch niemals am Steuer. Also manche haben das ja schon davor mit den Eltern mal im Wald geübt oder so. Ich nicht. Und doch habe ich es irgendwie geschafft. Und ich weiß, dass ihr das alle schaffen könnt. Also chillt einfach ein bisschen. Ihr werdet alle einen Führerschein früher oder später schaffen. Egal, wenn ihr mal durchfallt. Ihr könnt es schaffen. Ich glaube an euch. Solange ihr mit ein bisschen Grips da dran geht, ist alles gut. Und ein bisschen entspannt auch dran geht. Und das war's heute mit meinem Storytime bzw. Question and Answer Video zu meiner Führerscheinzeit. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst die in die Kommentare. Vielleicht kann ich einen zweiten Teil machen oder die einfach in den Kommentaren beantworten. Und ihr könnt mir gerne Videowünsche in die Kommentare schreiben. Ich bin momentan ideenlos, deswegen schreibt mir, was ihr von mir sehen möchtet. Vielleicht wollt ihr weitere so kleine Laber-Videos, wo ich über bestimmte Zeiten in meinem Leben spreche. Schreibt mir, was euch da interessieren würde. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und schreibt mir, wie ihr die Qualität findet, den Ton und so weiter. Es ist eine neue Kamera, es ist meine Vlogging-Kamera. Ich fühle mich irgendwie persönlicher mit der. Und das Video ist viel zu lang. Ich hoffe, ihr habt es euch überhaupt angesehen. Wenn ihr es bis jetzt angesehen habt, dann müsst ihr einen Daumen hoch hinterlassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss.